Im Fokus des heutigen Handelstags standen die US-Arbeitsmarktdaten und die waren besser als erwartet. Die Wall Street und auch der DAX zunächst begeistert, aber dann kam etwas, was die Märkte weniger begeistert hat. Denn es stellt sich raus, dass Trumps Mantra von den Jobs, 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 die er da schaffen würde, faktisch Fake News sind. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Was ist da passiert? Schauen wir uns mal Folgendes an. Da ist nämlich eine Revision erfolgt, der Jahre 2017 bis 2019, der also in diesen Jahren gemeldeten neuen Stellen. Und diese Revision waren über 500.000 Stellen nach unten. Und das bedeutet, dass in den Jahren 2017 bis 2019, also faktisch in der Amtszeit von Donald Trump, weniger Stellen geschaffen wurden als in den Jahren 2012 bis 2016, mithin also der zweiten Amtszeit von Obama. Und das macht, wie gesagt, dieses Jobs, 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 die da angeblich so massenhaft geschaffen werden, doch dann wieder sehr, sehr fragwürdig. Hier sieht man die zunächst veröffentlichten Daten aus den letzten Monaten und Jahren und jetzt diese Revision, die doch deutlich hier nach unten geht und damit eben praktisch dieses Wirtschaftswunder, Best Economy Ever, vor allem am Arbeitsmarkt, eben doch ein bisschen ankratzt. Das ist natürlich für Trump letztendlich nicht so richtig toll, aber er wird natürlich diese Statistik sich nicht anschauen oder beziehungsweise sie nicht erwähnen. Auch die Manufacturing Jobs sind jetzt nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Zunächst ja, wir sehen hier diesen Rebound, dann Anfang 2017, da ging es mit diesen Jobs wirklich nach oben, aber seitdem, seit Anfang 2019, Ende 2018 geht es da wieder nach unten. Auch heute bei den US-Arbeitsmarktdaten wieder 12.000 Manufacturing Jobs verloren gegangen. Damit der zweite Monat in Folge, wo wir sehen, dass eben diese Zahlen rückläufig sind. Und wir haben dann eben auch, was David Rosenberg hier schreibt, dieser Blue-Collar-Boom, den Donald Trump auch in die Rede an die Nation wieder bemüht hatte, diesen Mythos, der ist faktisch nicht der Fall, sagt hier David Rosenberg, denn wir haben nach wie vor deutlich weniger Boom in Sachen Blue Collar, also praktisch Werktätige, die blauen Kittel, als im Jahr 2013. Wir sehen, dass die Hauptbewegung eben da nach der Finanzkrise passiert ist, mit diesem Aufschwung, nachdem es vorher so stark ja nach unten gegangen waren. Wir hatten Daten heute aus Deutschland, die waren eine ziemliche Katastrophe, Industrieproduktion minus 3,5%. Zum Vormonat aus dem Januar, zum Vorjahresmonat minus 6,8%. Das war doch ein ziemlicher Schlag. Andere angelsächsische Medien haben das aufgegriffen und gesagt, also das sieht nicht gut aus für die deutsche Wirtschaft. Und in der Tat, wir haben heute jetzt Autobauer deutlich im Negativen, weil eben jetzt die Frage sich immer mehr in den Vordergrund drängt. Werden da die Lieferketten unterbrochen, wird es da für den einen oder anderen Autoproduzenten schwierig, A, Fahrzeuge herzustellen und B, vor allem dann wie Volkswagen, eben den wichtigsten Absatzmarkt faktisch derzeit zu verlieren. Also das war schon richtig herb, diese Erzählung von der Konjunkturerholung, von der Industrieerholung in Deutschland, die ist damit doch deutlich angekratzt wieder. Das haben viele mit Schmerzen zur Kenntnis genommen. Wir haben dann die Situation in China, die Coronavirus-Situation. Jetzt hat die Stadt Guangzhou, eine Kleinstadt mit um und bei, 14 Millionen Einwohnern, wurde unter Quarantäne gesetzt. Insgesamt sind damit jetzt in China 400 Millionen Menschen unter Quarantäne. Das muss man sich mal vorstellen, das sind Dimensionen. Und das ist eben so, oder was wir feststellen bei diesen Neuinfektionen, die Peking ja meldet, die liegen immer um und bei 3.000. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, sagen Wissenschaftler, dass die Chinesen gar nicht die Möglichkeit haben, mehr Infizierungen zu erfassen, aufgrund des doch eher wenig ausgeprägten medizinischen Systems in China. Wie gesagt, auf einen Arzt kommen in China 7.000 Menschen, in Deutschland sind es etwa 200. Das ist also das Verhältnis, in dem wir dieses Medizinsystem in China beurteilen müssen. Es ist ja dieser Arzt verstorben, dieser junge Arzt, der unter denjenigen war, die frühzeitig gemeldet haben, hier, wir haben ein Riesenproblem, dafür dann eingesperrt wurde. Diese typische Reaktion in China, wer schlechte Nachrichten überbringt, der hat ein Problem. Ansonsten auch Shanghai und Shenzhen jetzt mit den Maßnahmen. Shenzhen hat jetzt verfügt, dass in einem Gebäude, wo eine infizierte Person ausgemacht wird, dann das ganze Gebäude unter Quarantäne gesetzt wird. Außerdem gibt es Straßensperren. Jedes Auto, das von außen reinkommt und auch alle Autos, die kein Shenzhen-Kennzeichen haben, werden kontrolliert. Die Leute werden sozusagen da sehr genau überprüft. Allerdings ist es eben so, und das könnte
ein wirkliches Riesenproblem sein, dass hier die deutschen Wissenschaftler melden, dass dieses Coronavirus 9 Tage, bis zu 9 Tage an der Oberfläche von Gegenständen überleben kann. Und es gab ja in China schon Berichte, dass Leute offenkundig Gegenstände benutzt hatten, die Infizierte benutzt hatten und dann eben sich selbst infiziert haben. Aber die Märkte sagen sich, das ist nicht unser Problem. Hier hat Stephen Roach, ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler, gesagt, das ist ein Markt, der, wenn der dritte Weltkrieg ausbrechen würde, immer noch Party machen würde, weil er sich sagt, naja, danach muss die Welt ja wieder aufgebaut werden. Vielleicht bringt das so ein bisschen auf den Punkt. Wir haben ansonsten vielleicht noch eine interessante Grafik für Sie. Hier in Sachen China. China hat inzwischen 113 urbane Zentren, mithin also Städte, die über 1 Million Einwohner umfassen. Ganz Europa und Nordamerika haben genau eine mehr, nämlich 114. Und wir sehen auch die ökonomischen Folgewirkungen etwa im Casino-Bereich. Macau ist ja komplett dicht. Da werden 37,9 Milliarden Dollar umgesetzt, London 18,7 und Las Vegas praktisch ein ganz, ganz kleiner Fisch mit 6,6 Milliarden Dollar. Also da ist vor allem in diesen Sektoren Tourismus, Glücksspiel, diese ganze Reisethematik ist besonders betroffen, aber eben auch Konsum natürlich. Wer kauft etwas in China, wenn die Leute in den Häusern bleiben? Bilder von Drohnen aus Wuhan zeigen, dass da überhaupt nichts mehr läuft an öffentlichem Leben. Das sind Dinge, die teilweise schon dramatisch sind. Abschließend vielleicht noch folgende Statistik. Wir haben heute die Fette auch gehört, die gesagt hat, naja, die Bewertungen sind schon sehr, sehr, sehr hoch und der Virus, der Coronavirus, der stellt eine ernste Gefahr auch für die US-Wirtschaft dar. Das sieht die Wall Street ja bisher anders. Wir haben hier die Finanzierungsbedingungen, also praktisch, wie leicht ist es, an Kredite zu kommen. Und wir sehen, da sind wir praktisch auf Allzeittiefs, sowohl nach der Berechnung der St. Louis Fed als auch einem Index, der heißt National Financial Conditions Index. Also die Frage stellt sich dann, warum soll man noch weiter die Zinsen senken, wenn das Geld eh den Leuten hinterhergeworfen wird. Wir wissen ja, dass die Amerikaner hochgradig verschuldet sind, nicht nur die Unternehmen, sondern eben auch die Privatleute, die dann teilweise 17% auf ihre Kreditkartenschulden, dafür dann neue Kredite aufnehmen, um die alten Kreditkartenschulden dann irgendwie bedienen zu können. Ein praktisch Teufelsrad, das sich immer weiter dreht, bis es sich nicht mehr weiter dreht. Die Frage ist, wie kommt die Fed aus dieser Nummer wieder raus? Schauen wir uns die Indizes an, die Aktienmärkte an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, der noch am besten dasteht, der an der Nullerlinie kratzt. Und die anderen US-Indizes sind im Minus. Wir sehen hier, wir sind hier in dieser Formation oben an diesem Bereich, Allzeithoch, wo bisher der Nasdaq Schwierigkeiten hatte. Kommt er drüber, kommt er nicht drüber, die Charts von Capital.com. Wir sehen den S&P 500, 3340, doch 20 Punkte von seinem Allzeithoch entfernt. Also wieder Tech-Stärke, die wir da letztendlich sehen, zumindest eine relative Tech-Stärke. Ähnliches Bild auch beim Dow Jones, der jetzt bei 29.199 handelt. Was macht es DAX? Der entfernt sich wieder ein bisschen von seinem Allzeithoch, aktuell bei 13.500 Punkten in etwa. Wir haben übrigens, wenn die Wall Street heute negativ schließen würde, dann haben wir in 2020 bisher nur einen einzigen positiven Freitag erlebt. Erinnern wir uns, 2019 war ja das Jahr des Magic Free Friday, wo also praktisch jeden Freitag immer dann die Märkte nach oben gekauft wurden. Wir sehen weiter Dollarstärke, dementsprechend Euro-Schwäche 1,0946, tiefster Stand seit vielen Monaten, soweit ich das recht erinnere. Wir haben Gold, das sich unbeeindruckt zeigt von der Dollarstärke 1565 und wir haben Crude Oil, das sich nicht erholen kann, 50,74 $. Wir haben auch Kupfer nach wie vor unter Druck. Es gibt eine maßgebliche Differenz zwischen Ölpreisen, Kupferpreisen, 10-jähriger US-Anleiherendite und den Aktienmärkten. Einer davon wird sich irren, beziehungsweise eine Seite irrt sich. Sind es die Aktienmärkte oder sind es alle anderen? Das wird die Frage sein, die sich bald entscheiden wird. Ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns am Montag wieder. Ich sage deswegen Servus und Ciao.